In meinem letzten Video haben wir gemeinsam diese kleinen Page-Tabs oder auch Seitenreiter genannt gemacht. Die sind gedacht, um sie an Junk-Journal-Seiten dran zu machen, als Dekoration oder auch Unterteilung für dein Junk-Journal. Und das Video ist wohl ganz gut bei euch angekommen, habe ich so den Eindruck. Einige von euch sind regelrecht ausgeflippt über diese kleinen Teilchen und ihr habt sehr, sehr viele eigene Ideen umgesetzt auf diesen kleinen Seitenreitern. Und durch eine dieser Ideen bin ich drauf gekommen, dass ich noch eine Variation von Page Tabs machen möchte. Und zwar heute nicht aus nur Papier, sondern hauptsächlich aus Stoff. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man sich da mal das Leben so richtig einfach machen und da so einen kleinen Trick anwenden mit einigen Resten an Spitze und so kleinen Stückchen, die von irgendwo mal übrig geblieben sind. Ihr seht, das ist hier alles so wild gemischt. Hier sind so verschiedene dicke Spitzen. Teilweise habe ich hier noch diese kleinen Teilchen übrig. Die habe ich mal in einem Happy Mail bekommen. Und ja, das ist eigentlich alles, was so mal so übrig geblieben ist von irgendwo. Teilweise sind die Stücke noch recht lang. Also eigentlich kann man das noch. Hier ist teilweise was dabei, das kann man noch gar nicht als Rest eigentlich bezeichnen. Was ich sagen will, ist, das geht mit allen möglichen Spitzenstückchen oder auch Stoffstückchen. Das muss nicht unbedingt Spitze sein. Das möchte ich benutzen und ich habe hier noch so einen alten Kissenbezug. Und was ich auch habe, sind hier ein paar Fotos, die ich mir ausgedruckt habe von meinem Vintage-Photo-Strips Printable. Das ist ein Printable, was ihr in meinem Shop finden könnt. Der Link ist unten in der Infobox. Und normalerweise, wenn ihr das ausdruckt, also aus eurem Drucker kommen ja logischerweise nicht so kleine Fotos raus, ne? Ist klar. Wenn ihr das ausdruckt, dann sind das erstmal so volle Seiten, wo ihr dann euch die einzelnen Fotos rausschneiden könnt, entweder einzeln, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, oder aber auch natürlich als Streifen. Deswegen heißt das auch Vintage Photo Strips, weil ihr könnt natürlich hier schneiden, dann habt ihr einen Streifen, wo vier Fotos aneinander sind, kann man dann zum Beispiel Entschuldigung, in ein Bellyband oder so verwandeln oder in eine Tasche. Ihr könntet das quadratisch ausschneiden mit vier Fotos auf einem Quadrat und dann eine Journaling-Karte draus machen, was auch immer. An alle, die das schon haben und die das regelmäßig benutzen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich sehe so, so viele tolle Ideen auf Social Media mit diesem Printable. Ich bin total begeistert. Und so ist es mir auch gegangen mit dem Video jetzt, was ich jetzt hier gerade aufnehme, also diesem Video. Denn ich habe eine Idee gesehen für Page Tabs in meiner Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Ich zeige euch das gerade. Muss mal kurz hier, mein Handy hat sich hier gerade ausgeschaltet. So, jetzt da. Die Manuela Horvath, liebe Grüße Manuela, die hat diese Page Tabs hier gemacht und in unserer Gruppe gepostet. Also ich zeige euch hier den Namen auch nochmal. Vielleicht wollt ihr sie mal auschecken. Liebe Manuela, falls du das noch nicht weißt, ich, wie soll ich sagen, ich habe jetzt keinen Altar aufgestellt, ja, und ich bete nicht jeden Abend zu dir. Aber ich bin so, so verliebt in die Sachen, die du machst. Vielleicht habe ich das, ich glaube, ich habe das noch nicht oft genug kommentiert. Ich glaube, ich habe das noch nie so richtig kommuniziert. Das möchte ich hiermit nachholen. Sie hat wahnsinnig geniale Ideen. Sie hat ein wahnsinnig geniales Auge für Arrangements, Farbzusammenstellungen und all das. Ich bin total verliebt. Ihr merkt schon, ich bin ein Riesenfan. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube, sie hat keinen YouTube-Kanal und kein irgendwas, wo ihr Videos oder so anschauen könnt. Falls das nicht stimmt, ist da, in der Gruppe sind so viele Leute, ich weiß das manchmal nicht so ganz genau, falls das nicht stimmt und sie doch einen Kanal hat, das wäre natürlich ganz fantastisch, dann verlinke ich euch den unten in der Infobox, aber ich glaube, dass das nicht so ist. Jedenfalls, guckt, sie hat hier auch die Vintage-Photo-Strips verwendet. Also die Fotos, die ihr hier seht, sind aus dem Printable, was ich euch gerade gezeigt habe. Wie geil schaut das bitte aus? Das schaut so, so cool aus. Und jetzt bin ich darauf gekommen, eigentlich eher am ehesten durch diesen Page-Tab, der hier oben in der Ecke liegt. Da ist ja so ein Stück Spitze. Entschuldigung, da ist ja so ein Stück Spitze dahinter. Und da habe ich gedacht, Momentchen mal, könnte man nicht vielleicht einen langen Streifen nehmen, alles darauf gestalten und dann auseinanderschneiden, sodass man dann später ganz viele Page-Tabs hat. Also wie so ein Page-Tab Masterboard sozusagen. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn man ein Masterboard macht, dann macht man ja auch erstmal alles voll und dann schneidet man das durch und später hat man einzelne Teile, die man dann verwenden kann. Und sowas möchte ich ausprobieren. Und zwar folgendermaßen. Tun wir das hier erstmal an die Seite und das hier tun wir mal an die Seite. Man nehme sich einen Stoff, den man entweder gut schneiden oder reißen kann.
Das klingt wie so ein Tutorial, ne? Ist es aber nicht, weil ich habe das vorher so noch nie gemacht. Deswegen kann das kein Tutorial werden. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir jetzt erstmal schon mal so eine dumme Kante, die reiße ich mir erstmal ab. Die schaut ja eigentlich schön aus, aber nicht für das, was wir hier eigentlich wollen. Ich möchte, dass mein Stoff recht glatt ist. Also, dass da nicht so ein, ist da, dass da nicht sowas hier drauf ist. Das kann man vielleicht später benutzen, um eben das da dran draufzusetzen, dass man das auch sieht, weil diese Stofflage, die ich jetzt hier verwenden möchte, soll erstmal die Basis für alles werden. Und da ist das, glaube ich, nicht so gut, wenn hier sowas drauf ist. Das hier ist einfach so ein alter Kissenbezug im Übrigen. So, und dann muss man sich mal überlegen, wenn man das jetzt so hat, dann muss das ja später, also ich muss jetzt entscheiden, also beziehungsweise ich will entscheiden, wie breit ich das abreißen will. Und wenn ich mir das vorstelle, dass das so umgeklappt ist, dann müsste doch eigentlich so viel ungefähr reichen, dass man das dann später auch noch aufgeklebt kriegt. Denn ich möchte ja, Moment mal, Luise, das musst du aber auch noch bedenken. Wenn das die Seite ist und das da dran kommt, dann soll es ja ein kleines bisschen rausstehen. Das ist nämlich manchmal ein bisschen betrogen, was die Breite des Ganzen dann irgendwie betrifft, ne? Guck mal, wenn man das jetzt so macht, dann steht ungefähr die Hälfte noch raus und die Hälfte ist da. Ja, das ist gut. Das reißen wir mal so ab. Ich sag euch gleich die Maße. Einen Moment. Weil das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn das zu schmal wäre und man das später nicht mehr da dran kleben könnte. So. Also ich meine, man kann immer alles irgendwie so machen, dass es funktioniert, aber ihr wisst Bescheid. Kann ja gleich erstmal ein bisschen denken hilft vielleicht auch manchmal, ne? Wenn das nicht ganz gleichmäßig ist, was es hier nicht ist, ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Im Gegenteil, das macht es vielleicht interessanter. Wenn ich das jetzt zur Hälfte nehme, dann sind das, hoch, falls ihr das jetzt genauso imitieren wollt, dann sind das ungefähr 3 Zentimeter jetzt hier. Oh, das ist ganz schön viel, ne? Also mit den Fusseln sind das 3 Zentimeter. Das heißt, der Streifen ist dann wohl 6 Zentimeter insgesamt. Ja, seht ihr, kommt drauf an, wo ich messe. Also, ne, wenn ich die Fusseln nicht mitmesse, ist es etwas weniger als 6. Aber ich glaube, das tut nicht so ganz viel zur Sache. So, glatt ist das auch nicht. Das interessiert uns aber erstmal nicht. Als erstes möchte ich jetzt, weil dadurch bin ich auch, also durch dieses bin ich auch drauf gekommen, das so zu machen. Ich möchte das recht neutral haben, weil ich hier jetzt noch nicht weiß, in welches Journal das später kommt. Ja, also das will ich ganz neutral machen, sodass ich das überall einsetzen kann, wo Fotos von so Leuten hinpassen würden. Ja, so. Aber ich möchte mir die Option offen halten, dass ich da später noch irgendwelche Farben hinzufügen kann. Sprich, ich könnte ja später einfach auf die Page Tabs draufmalen, ich könnte da Tinte drauf fließen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, ich möchte jetzt in einem neutralen Farbspektrum bleiben, um später diese Möglichkeiten noch zu haben. Manuela hat jetzt hier einige schwarze Sachen integriert, was natürlich sehr gut zu diesen Fotos passt. Das kommt durch die Schrift auf den Schnipseln, die sie hier verwendet hat. Möglicherweise ist das hier auch gestempelt. Ich weiß nicht, ob das so kleine Snippets sind oder ob sie das alles einzeln, ich vermute fast, dass sie das alles einzeln mühselig gestempelt hat. Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Kontrast auch hier auf meinem Projekt haben. Und deswegen habe ich mir mal hier wild verschiedenste Stempelsets rausgeholt, wo ich gedacht habe, das könnte gut sein. Zum einen Etcetera CMS 302, welches hier so ein bisschen Ledger hat, aber auch so eine dickere Schrift, diese Zahl hier. Dann Papillon. CMS 106, oft kopiert und nie erreicht. Ich mag das hier gerne leiden. So, das ist so ein Hintergrundstempel, den ich persönlich sehr mag, weil das so viele kleinere und aber auch dickere Elemente hat. Und auf Stoffstempeln ist das ja manchmal so ein bisschen, wisst ihr, es soll richtig dunkel rauskommen. Und dann habe ich noch Mixed Media CMS 125. Alle diese sind von Stampers Anonymous und Tim Holz. So, los geht das hier. Wir nehmen uns zuerst mal diesen hier und eine bräunliche Stempeltinte. Ich denke mal, wir nehmen mal Frayed Burlap Oxide Ink. Wer mich noch nicht kennt, ich habe hauptsächlich die Oxide Inks von Ranger. Man könnte selbstverständlich auch die Ink Pads nehmen. Da ich aber also mal, ich habe nur Vintage Photo und, oh, Scotch Stimme habe ich noch. Das könnte man ja auch ausprobieren. So, und das stempel ich jetzt hauptsächlich in der Mitte dahin, denn
Hier und da wird man später gar nicht vermutlich so viel davon sehen, weil dann da was drüber ist. Also es wird sowieso recht viel davon abgedeckt werden, aber an der Mitte hier wird das ja später dann gefaltet. Also ne, das kommt dann ja so und dann ist das ja an der Seite sozusagen dran. Das heißt, was hier ist, das wird man dann später auch sehen. Das wird noch logisch, hoffentlich, wenn ich das gleich mache. Ah, wisst ihr was? Ich mache alles in Frayed Burlap. Das gefällt mir gut. Ich glaube, ich möchte nicht Scotch Stimme heute verwenden. Ihr seht, man kann auch mit Oxide Ink auf Stoff stempeln. Oder auch mit der normalen Ink natürlich auch. Man braucht dafür kein spezielles Stempelkissen. Also es gibt ja auch, ne, so Stempelkissen, wo man sagt, die sind jetzt speziell dafür gemacht, dass man auf Stoff stempeln kann. Mimimi. Braucht man nicht unbedingt. Es sei denn, man möchte das später in die Waschmaschine schmeißen. Kann ich jetzt aber auch nicht empfehlen, weil also erstens mal habe ich schon sehr viele Erfahrungen gemacht mit Journals in Waschmaschine. Ihr wisst Bescheid. Und zum anderen, da kommt da ja Papier drauf. Also, warum sollte ich das waschen wollen? Ja, das ist natürlich jetzt nicht permanent. Das ist, was ich damit sagen will, sondern das ist halt, ja, ist ja wasserlöslich, Oxiding. Das wird, wenn ihr das wascht, nicht vollständig rausgehen, aber es ist halt auch nicht permanent. So. Nehmen wir uns mal den hier noch, aber da nehme ich jetzt keinen Acrylblock. Und ich nehme jetzt hier VersaFine Clair. Ich habe auch Stayson. Das würde auch gehen, aber mein Stayson Inkpad, das ist derzeit etwas leer. Deshalb nehme ich das hier, damit das dann richtig schwarz wird. Und ich tapse jetzt mit meinen Fingern hier mal so drauf rum, dass das nicht so ganz flächig gestempelt ist, sondern wirklich wie ein Hintergrund aussieht. Und hier interessiert es mich jetzt auch wenig, dass ich da die andere Kante nicht erwische. Ich möchte jetzt hauptsächlich hier in der Mitte, wo der Knick dann später sein wird, das Ganze haben. Und ihr könntet natürlich auch verschiedene Stempel benutzen. Ich mache das jetzt einfach mal hier so, ja, wie soll ich mal sagen, so wild drauf los und benutze hier erstmal in dieser Reihe jetzt, also einmal so eine Reihe den gleichen. Wisst ihr, was ich meine? Warum nicht? Ich glaube, da spricht nichts dagegen. Irgendwie wäre es ja auch ganz geil, wenn man da so ein Schmetterlingchen auch drauf hätte, ne? Aber wie kriegt man das hin, dass man den später dann noch sieht? Was? Das machen wir mal so, wenn man das nicht genau weiß. Wo habe ich denn jetzt meinen Acrylblock hingelegt? So, dann habe ich hier wieder reingetan. Das ist auch ganz intelligent. Nehmen wir mal diesen hier. Jetzt mache ich das mal so. Moment mal. Das wird ja später so sein, wenn das so ist, dass der dann. Ich muss den so rumstempeln. Weil sonst ist der ja dann an der Seite falsch, also an der Journal-Seite dann falsch, ne? Jetzt machen wir mal einfach nur so paar. Und wenn uns das dann später ganz am Ende gut gefällt, dann können wir ja beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, noch mehr Schmetterlinge machen. Jetzt möchte ich aber auch von diesem hier noch diese etwas stärkere Schrift da drauf haben, weil die ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Kontrast irgendwie noch macht. So, falls du das letzte Video nicht gesehen hast, wo wir diese Page Tabs gemacht haben, kannst du den Link unten in der Infobox finden. Also ich rede jetzt von den Page Tabs, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Und der Link zu meiner Facebook-Gruppe ist natürlich auch unten in der Infobox. Falls du dich mit Gleichgesinnten, sprich genauso Bekloppten wie du bist, austauschen willst, dann könntest du das dort tun.
jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, du bist bekloppt, aber wenn du das hier anguckst, dann wirst du so ein kleines bisschen bekloppt sein, weil anders kann man das nicht ertragen. So. Jetzt haben wir das, das schaut ja schon mal gut aus. Ne? Ich meine, theoretisch könnte man auch das einfach so nehmen. Also jetzt mal so rein, mal so theoretisch angenommen, man hat keine Spitze oder irgendwas. Oder man hat nichts, was man da jetzt draufsetzen könnte. Es spricht auch nichts dagegen, das jetzt zu nehmen, so wie es ist, und abzuschneiden und dann als Page Tabs zu verwenden und einfach nur dieses Stück Stoff zu benutzen. Warum sollte man das nicht machen? Pff, spricht überhaupt nichts dagegen. Nichtsdestotrotz gehen wir hier noch einen Schritt weiter. Ich föhne das mal gerade, weil ich merke, dass so ein kleines bisschen feucht ist von der Stempelei, so dass das richtig gut durchgetrocknet ist, bevor wir da weitermachen. Und dann werde ich mal meine Nähmaschine hier heute auf den Tisch stellen. Ich hoffe, dass ich das mit meiner Kamera jetzt gleich irgendwie bewerkstelligt kriege, euch das gut zeigen zu können, wie ich mir das gedacht habe, dass man das möglichst effektiv machen kann, weil mir geht es bei dieser Sache hauptsächlich darum, dass ich jetzt dieses lange Stück habe, wo schon alles gleich drauf ist. Also, ne, das wird ja später auf jedem Stück unterschiedlich aussehen, wie bei einem Masterboard auch. Aber in einem Schritt habe ich das hier machen können und in einem Schritt will ich dann jetzt gleich das nächste machen können. In einem Schritt will ich dann das danach das nächste machen können und so weiter, um das dann später auseinanderzuschneiden, sodass dann alles unterschiedlich später aussieht, aber trotzdem zusammenpasst. Das ist der Plan. So. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, dass ihr das jetzt hier so einigermaßen sehen könnt, was ich hier tue. Entschuldigt bitte dieses komische schwarze Ding, was hier ist. Das kriege ich leider nicht weg, weil mein Stativ nicht imstande ist, mir das jetzt hier so zu machen, dass das da nicht ist. Ich habe hier nicht, schlichtweg nicht genug Platz auf meinem Tisch, um das bewerkstelligen zu können. Aber ich hoffe, dass ihr das trotzdem einigermaßen sehen könnt. Was ich jetzt tue, ist, ich stelle mir jetzt die Mitte vor. Das heißt also, ich stelle mir vor, dass das später ja so an meiner Seite dran sein wird oder eben andersrum, so dass man diese Seite sieht. Jedenfalls ist ja das hier genau gleich groß wie das hier, wenn ich das in der Mitte falte, ne? Und dieses hier, das möchte ich freilassen, also diese Kante, die hier oben ist. Denn wenn ich da jetzt Spitze oder andere Sachen drauf mache, habe ich die Befürchtung, wenn das zu dick wird, dass ich das später nicht mehr vernünftig falten kann und das gefällt mir nicht. Ich möchte deshalb, dass die Falz nur in dem Stoff ist, aber nicht in dem, was ich jetzt hier drauf setze. Das heißt also, ich meine, was man natürlich auch machen kann, ist, man könnte sich das da markieren. Das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Zumindest, wenn man sich das da am Anfang da gerade markiert. Das kann man ja später irgendwie abschneiden oder so. Es braucht ja nur so ein kleines Pünktchen sein, dass man gerade weiß, wo die Mitte ist. Und jetzt lege ich mir das drauf und fange erstmal hier auf der von mir aus gesehen linken Seite an und nehme mir ein Stück Spitze. Das lege ich mir jetzt einfach hier so drauf. So. Und das ist jetzt relativ lang, weil das wird jetzt erstmal hier so eine kleine untere Lage, wo sich dann ein Stück von dieser Spitze später auf jedem einzelnen Tag wiederfindet. Das nähe ich mir jetzt hier drauf. Ich habe jetzt einen schwarzen Faden drin. Sodass da auch nochmal Kontrast kommt durch den Faden. Wenn ihr keine, Entschuldigung, wenn ihr keine Nähmaschine habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit der Hand aufnähen oder kleben, ne? Also das sollte ich vielleicht mal sagen. Der Faden dient, also die Nähmaschine dient jetzt eigentlich nur dazu, dass das schnell geht. Ihr könnt das selbstverständlich auch kleben. Nehmt dann einfach einen Textilkleber, der sich eignet, um sowas aufeinander zu kleben. Oder zum Beispiel Buchbindeleim, Collagemedium würde gehen, all solche Kleber. Oder ihr könntet das auch tackern. Fällt mir mal gerade so auf. Das würde auch bestimmt schön aussehen. So. Dann schaut das Ganze so aus. Huch. Oh nein. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal auf der Rückseite hier, also ich nenne das die Rückseite, irgendwie ist das hier für mich schon die Vorderseite, ich weiß auch nicht warum. Da mache ich jetzt auch noch mal so einen Streifen hin. Vielleicht nehme ich sogar hier die gleiche, die ich da vorher schon verwendet hatte.
Und ich glaube, also wenn ich jetzt davon ausgehe, nee, kann ich nicht davon ausgehen. Das war jetzt Blödsinn, was ich jetzt gedacht habe. Vergiss das einfach. Man sollte einfach nicht zu viel dabei denken, glaube ich. Schneide ich mir einfach nur, damit ich das leichter handhaben kann, hier unten den Überschuss gerade ab. Und das kann ich natürlich auch noch mal wieder gleich benutzen, wenn ich möchte. So, das heißt also, das wäre jetzt hier schon mal so. Und dann würde das später so sein. Das heißt, man könnte sich dann jetzt hier schon mal vorstellen, wie das auf dieser Seite dann aussieht. Auch in diesem Stadium bin ich der Meinung, könnte man das theoretisch schon so lassen und einfach abschneiden und dann hätte man so kleine Dinger. Man könnte hier auch erst noch mit irgendwelchen Knöpfen bestücken oder sonst. Oh, Knöpfe. Oh. Es geht schon los. Es geht schon los. Leute. Ja. So. Jetzt habe ich mir gedacht, für die nächste Schicht, die ich hier drauf mache, nehme ich jetzt was, was nicht alles gleich lang ist. Also eher so kleinere Stücke, die ich von irgendwo übrig habe. Und das ist fast ein bisschen grob, ne? Mal gucken, was haben wir denn hier? Vielleicht wäre es schlau gewesen, du hättest dir das vorher in kleine Stücke geschnitten, Luise. Das wäre wie ganz intelligent gewesen. Aber dann weiß man wieder nicht, wie viele man braucht. Und dann hat man möglicherweise später viel zu viel. Deswegen mag ich das eigentlich nicht so gerne. Ich schneide mir immer gerne nur das ab, was ich auch wirklich brauche, wisst ihr? Sodass man dann noch Möglichkeiten hat mit dem Rest, den man da übrig hat. Das ist aber schon irgendwie auch sehr meditativ, muss ich sagen. Ja, sowas. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen blöd abgerissen. Das könnte man vielleicht ganz am Ende verwenden für die oberste Schicht. Wenn ich so, sagt mal schnell, wie nennt man das? So Fadengewurstel oder irgendwas habe, was ich irgendwo festnähe. Und das hat das, was ich nähen will, hat mehrere Lagen. Mache ich das ganz gerne so, dass das Gewurstelige nicht unbedingt hier gleich am Anfang, also auf einer der untersten Lagen ist, sondern eher oben, um nicht Gefahr zu laufen, dass meine Nähmaschine das frisst. Das ist zwar hier eine sehr gute Nähmaschine. Die ist von meiner Oma noch. Ich bin ganz glücklich, dass ich das Teil habe, weil die macht alles, was ich will. Aber es ist natürlich auch so, wenn man jetzt nicht so ein Profi ist, also ihr habt schon eben gesehen, ich bin hier immer so ein bisschen so hin und her, zickzack, ich kann nicht gerade so gerade nähen, ne? Muss man meiner Meinung nach auch nicht können. Nichtsdestotrotz habe ich dann immer ein bisschen Angst, wenn ich so, ist da so gewurschtelt oder irgendwas habe, dass das irgendwie dann schief gehen könnte. Deswegen würde ich jetzt so ein Stück, was ich da, es ist jetzt gerade da irgendwie verschwunden, ihr wisst, was ich meine, dieses Gewurschtel, das würde ich dann eher am Ende drauf machen. Außerdem sieht man das natürlich dann auch logischerweise besser. Also, was haben wir denn noch? Was ist denn eigentlich mit sowas Dickem hier? Das finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht mal so toll. Ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dick. Das ist auch nicht gerade dünn, aber nicht so dick wie das andere. Also ich bin ja wirklich mal gespannt, ne? Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn die Fotos da drauf sind. Nur vielleicht nochmal. Das gefällt mir nämlich eigentlich ziemlich gut. Das ist so ein bisschen verwaschen irgendwie. Nur nochmal so ein gleiches Stück.
Also ihr könnt natürlich alle möglichen Reste, wie schon gesagt, alle möglichen Reste nehmen, die ihr habt. Ich fummel jetzt gerade deshalb hier so umeinander und nehme verschiedene Sachen, damit ich euch hier für das Video verschiedene Ergebnisse natürlich auch zeigen kann. Wenn ich das jetzt hier ohne die Kamera machen würde und ich würde mir denken, ich brauche einige von diesen oder ich könnte einige von diesen Teilchen hier gebrauchen, dann würde ich das möglicherweise zugegebenermaßen etwas anders machen. Dann würde ich wahrscheinlich, also sagen wir mal, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch dieses hier übrig, dieses ganze Stück. Das gefällt mir da sehr gut an den beiden Stellen, wo ich das schon aufgebracht habe. Wenn ich das jetzt ohne euch machen würde, dann würde ich dieses ganze Stück wahrscheinlich aufbrauchen, weil mir das gefällt. Das mache ich jetzt deshalb nicht, weil dann später alle die Page Tabs gleich aussehen werden. Also, ne? Das mache ich jetzt wegen euch so. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ist so. Weil wir wollen ja auch verschiedene Ergebnisse hier sehen. Also zumindest ist das mein Ziel. Und deshalb wechsle ich das jetzt hier so gut es geht ab mit den Sachen, die ich hier habe. Ich denke gerade hier auf so einer freien Fläche könnte man vielleicht auch, weil das ist jetzt hier keine Spitze, können wir ja vielleicht mal so einen Zickzack machen. Und dann wieder gerade weiter, damit da auch noch so ein bisschen schwarz ist. Keine Ahnung, wie viel man davon später sehen wird, aber. Schauen wir mal. Und ich versuche auch gerade, mir irgendwie zu überlegen, dass hier unten so ein bisschen was raushängen kann. Also wisst ihr, dieses Stückchen hier, das wird ja später dann auf die Seite stehen oder wenn man es oben anbringt, runterhängen. Und da versuche ich mir jetzt schon mal so zu überlegen, wie das dann später sein könnte. Sodass das nicht unbedingt nur ein Rechteck jetzt bleibt, sondern auch so ein paar Sachen hat, die da rausstehen. So. Huch, oh mein Gott, Entschuldigung. Dann schaut das Ganze jetzt mal hier so aus. Das schaut ja richtig geil aus. Oh mein Gott, das wird gar ganz toll. Also ganz ehrlich, ne? Selbst ohne die Fotos. Guckt euch das mal an, das schaut richtig cool aus. Das könnte man auch theoretisch, wenn man das jetzt lang genug macht, könnte man das auch als Journal-Verschluss verwenden, sowas. Indem man das einfach so zusammennäht und dann um das Journal drumherum bindet als Verschluss halt. Aber das ist hier heute nicht der Plan, Luise. Wir machen heute Page-Tabs mit Fotos. So, jetzt gehe ich hier nochmal drüber und schaue, wo kann ich jetzt noch irgendwas hinzufügen, was mir aber das, was da drunter ist, nicht zu stark verdeckt. Ne, weil das wäre jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal. Ich habe hier noch so ein Stück von so einem Maßband. Das finde ich sehr geil. Es ist auch recht neutral. Von der Farbe her meine ich. Das ist fast schon ein bisschen orange. Was haben wir denn hier noch? Ich hätte mir eigentlich gedacht, guck mal, solche kleinen Stückchen zum Beispiel, ne, die bewahre ich immer auf. Und manchmal sitzt man da, und das ist ja auch sinnvoll, das aufzubewahren, aber manchmal sitze ich da echt und denke mir, wann werde ich sie verbrauchen, diese kleinen Stücke? Weil oftmals endet das dann so, dass wenn ich ein Projekt mache, mir das doch dann gerade nicht in den Kram passt. Mit dem Rest, den ich da habe, also mit den Farben oder was auch immer ich da habe. Und dann endet das eigentlich so, dass dieses kleine Kästchen, wo ich diese Stücke drin habe, irgendwie nie leer wird. Und das ist natürlich jetzt hier eine gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Und was ihr auch machen natürlich könnt, ist, ihr könnt natürlich hier auch noch zum Beispiel jetzt Papierelemente oder sowas mit einbauen. Also es sagt ja keiner, dass das alles aus Stoff sein muss. Also dementsprechend könntet ihr ja auch, wenn ihr euch jetzt so kleine Tickets oder irgendwas gestempelt habt, sowas auch noch mit da einbauen. Und das einfach mit festnähen. Und das hier, also dieses Stadium dieses
Projekts ist jetzt eigentlich schon wie so eine Fabric Snippet Roll. Also falls du neu bist im Thema Junk Journaling, das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich eine Snippet Roll. Meint, man hat einen langen Streifen, auf den man alles Mögliche aufbringt, kleine Stückchen, kleine Reste und so weiter. Und das näht man dann zusammen oder man klebt es, man kann es auch natürlich kleben. Es muss auch nicht unbedingt Stoff sein auf einer Snippet Roll, das kann auch natürlich Papier sein. Und das ist so gedacht, dass man sich dann später, also das heißt Snippet Roll, weil man es aufrollt, also viele Leute rollen das auf, weil man es dann halt einfach leichter lagern kann. Und gedacht ist es so, dass man sich das dann später nimmt und da, wo man so ein Stückchen davon gebrauchen kann, kann man sich das dann einfach abschneiden. Sprich, wenn du irgendwo ein Stoffelement in deinem Journal später haben willst, kannst du diese Rolle nehmen und dir einfach so viel abschneiden davon, wie du brauchst. So ist es eigentlich gedacht. Ja. Und das hier ist jetzt erstmal, eigentlich würde ich sagen, nichts anderes als eine Snippet Roll. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Also so eine Snippet Roll, die dann nicht später ein Vorrat an Page Tabs werden sollte, wollte, meine ich. Was ich auch manchmal ganz gerne mache, oder was heißt manchmal, das ist auch, würde ich sagen, schon etwas, was auch zu meinem Stil dazu gehört. Ich mache das eigentlich ziemlich oft, dass ich so vor und zurück nähe an manchen Stellen, zum Beispiel so. Dass dann da so dunklere Stellen kommen, dadurch, dass der Faden da dann mehrfach, mehrfach übereinander liegt. Gibt natürlich auch nochmal coolen Kontrast. Reicht uns das schon? Ich glaube, das reicht mir schon fast, weil wenn ich das jetzt hier so betrachte, ja, das ist definitiv genug. Warum denke ich, dass das schon genug ist und warum habe ich eigentlich jetzt nur links mehrere Lagen gemacht und rechts nur die eine, kann ich euch sagen. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen gedacht und das wird sich dann gleich zeigen, wenn wir das alles fertig haben, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe für sowas ein ganz gutes Gefühl. Wenn ich das jetzt hier so einzeln anfasse, fühlt sich das nicht, wer weiß, wie viel an. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn das jetzt auf einer Seite ist, ich nehme jetzt mal gerade einmal hier als Beispiel eine Seite von meinem Printable einfach. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das einfach so nehmen und das so drauf tun, ne? Dann kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Das ist noch flexibel. Selbst wenn man das festklebt mit einem flexiblen Kleber, kein Problem, ist nicht zu dick. Aber wir müssen ja bedenken, dass das später so kommt und dass wir nur ein Stück davon haben. Und es ist für mich so ein Phänomen, wenn ich ein kleineres Stück von etwas habe, fühlt sich das schnell klobiger an, als wenn ich das ganze Ding habe. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme so ein Stück und mache mir da draußen ein Bellyband, dann fühlt sich das viel dünner an, als wenn ich zum Beispiel so ein Stück nehme und klebe das irgendwo so drauf, weil dann das ganze Material an einer Stelle zentriert ist, wisst ihr? Und außerdem habe ich hier schon genug, also selbst wenn nur ich dieses Problem habe oder das mein Monk ist oder was, der mir das sagt, selbst wenn ich mir das jetzt so hier so angucke und ich sehe das hier so, dann sehe ich, ich will gar nicht mehr da drauf haben, weil mir gefällt das so, weil mir das schon genug Details sind, die ich jetzt, wenn ich das hier so zur Hälfte ungefähr falte, die ich da sehen kann. Das reicht mir schon vollkommen aus. Also warum soll ich es dicker machen, als es notwendig wäre? Warum habe ich jetzt nur einen Streifen Spitze hier hinten hingemacht? Ganz einfach. Würde ich hier auch noch so viel drauf machen wie da, würde das bedeuten, dass der Page Tab später so doppelt so dick ist, wie die linke Seite jetzt hier ist. Das heißt, wenn ich das dann falte, dann ist das richtig, richtig fett. Und auf der Rückseite des Page Tabs wäre dann auch sowas. Und das gefällt mir nicht. Ich habe das bei den, also das könnt ihr natürlich so machen, wenn ihr möchtet, aber ich habe das hier ja auch bei den Papier-Page-Tabs auch so gemacht, dass ich die Dekoration nur auf der einen Seite gemacht habe und auf der anderen Seite ist nur gestempelt. Sprich, wir haben jetzt die Dekoration bei diesen hier auch auf der einen Seite und das hier ist das, was bei den Papier-Page-Tabs das Gestempelte ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil, stellt euch mal vor, das ist da so dran, an so einer Seite später. Und da ist noch was anderes drauf und so weiter.
Dann, oder nehmen wir mal an, das wäre ein Bellyband. Guck mal, das passt perfekt hier hin. Guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt ist das, wo ich denke, boah, toll. Ja, jetzt will ich aber nicht, dass, wenn ich umblättere, hier auch noch sowas ist, was diesem Konkurrenz macht, sondern ich möchte, dass das hier als alleinstehendes Merkmal für diesen Bereich in dem Journal da ist. Und nicht, wenn ich das umblättere, dass da auch noch mal sowas ist, wo man denkt, oh, bam, hier ist noch mal sowas. Weil dann verliert das an Wertigkeit, meiner Meinung nach. Und deshalb mache ich das hier auch so. Deshalb ist das jetzt jeweils dann die Rückseite. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass mir die Fotos einmal, also ne, einmal so rum und einmal so rum hin machen, weil sonst kann ich die nur an einer Seite des Journals immer jeweils verwenden. Wisst ihr? Wir brauchen ja linke und rechte sozusagen, damit wir das später gut verteilen können. So. Das heißt also, es muss irgendwie eins dann mal so, das nächste muss dann mal so, und wenn es auseinandergeschnitten ist, kann man das dann für die linke Seite nehmen und das für die rechte Seite, weil wenn das andersrum ist, ist es dann rechts. Ich überlege auch, ob es vielleicht bei manchen Fotos sinnvoll ist, die da drunter zu setzen, aber ich glaube, das finde ich gar nicht so schön. Ganz drunter finde ich nicht so schön, aber vielleicht so dazwischen. So vielleicht. Sollen wir mal eins festmachen und schon mal abschneiden und gucken, wie das aussieht, bevor wir alle drauf machen? Ich glaube, das möchte ich tun. Dann nehmen wir uns mal Frayed Burlap, um das zu inken. Naja, das ist mir zu hell. Das ist mir zu hell. Nehmen wir Scotch, Stimme. Ich befürchte, Scotch Timber wird für den Rest meines Lebens meine bevorzugte Inkfarbe werden, für Kanten zu inken. Weil das passt halt auch einfach überall dazu. Und wenn man es nicht ganz so dunkel und intensiv haben will, dann kann man ja einfach ein bisschen weniger auftragen, weil es ja schon sehr intensives Braun. So, wie machen wir die da dran? Eigentlich wäre es ja klug gewesen. Eigentlich wäre es ja klug gewesen, das auch festzunähen, ne? Wenn ich jetzt, könnte das gut aussehen, wenn ich hier drüber nähe, dass das dann nochmal die Naht aufgreift. Oh, oder was man auch machen könnte, wäre tackern. Das machen wir mal. Gucken wir mal, wie uns das gefällt. Vor allen Dingen, wie komme ich jetzt hier rein? Dumm. Uiuiui. Ich will natürlich, dass das, also das ist jetzt etwas, worauf ich achte, dass das unter dem Foto, deswegen, also das schaut vielleicht für euch ein bisschen komisch aus, aber ich kann das ja fühlen, was hier drunter passiert, dass das unter dem Foto der Stoff glatt ist, wisst ihr, dass das nicht sich irgendwie so aufkrumpeln kann. Oh, die sind aber lang genug, die Tackernadeln von dem, das hier ist hier der Tiny Attacher von dem Holz, das geht eigentlich ganz gut. Man könnte vielleicht auch das tackern und dann gleich nochmal hier drüber nähen, weil ich merke, dass das hier, das nervt mich ein bisschen, das geht ein bisschen hoch. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber wir versuchen es jetzt mal abzutrennen. Jetzt stelle ich mir das vor, wie das hier so sein könnte. Und schneide das hier einfach ab. Und dann würde das später so sein. Und dann würde das so an einer Seite sein. Einen Moment. So. Na komm schon. Ich will das mal so hinhalten, dass das wirklich so Realität ist. Das ist gar nicht so einfach. Weil normalerweise würde ich da jetzt Kleber dran machen, ne? Und dann erstmal eine Seite festkleben. Gar nicht so einfach, das so lose so festzuhalten. So wäre das dann. Schaut aber sehr cool aus, oder? Also ich finde das sehr schön. Könnte man vielleicht noch gleich ein paar weiße Spritzer hier drauf machen. Ja, pass auf, wir machen das so. Ich tacker die Fotos zuerst dran und dann
gehe ich nochmal gerade zu meiner Nähmaschine und nähe da einmal drüber, dass das nicht nur getackert ist. Aber tackern ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, denn dann ist es erstmal an Ort und Stelle. Oh, das ist auch cool, wenn das da so ein bisschen über seinen Kopf. Oh mein Gott, das finde ich nice. Ist vielleicht ein kleines bisschen viel. Aber das finde ich jetzt richtig toll, dass man hier mit den Materialien, die da lose sind, also was heißt lose? Die sind ja nicht wirklich, oh Gott, Luise, die sind ja nicht wirklich lose. Aber da, wo es sich so hochklappen kann, weil das eben nur da festgenäht ist, kann man natürlich hier jetzt noch ein bisschen rumspielen und da noch alles Mögliche, hier, ne, das so ein bisschen wegschieben und so weiter, hat man noch, auch noch Möglichkeiten. Und was ich auch finde, ist, man kann es dann eigentlich auch gleich abschneiden, anstatt alle dran zu machen und dann auseinanderzuschneiden, weil, warum nicht? Dann hat man das Stück, was da noch übrig ist, ist ein bisschen kürzer, kann man vielleicht leichter handhaben. Zuerst hatte ich gedacht, ich mache alle Fotos dran und schneide es dann ab, auseinander. Aber pff, warum? Geht ja auch so. Jetzt habe ich vergessen, das Bild zu inken. Halleluja. Also was ich damit sagen will ist, also ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist hier kein Tutorial. Ich mache das hier gerade und habe meine Kamera eingeschaltet, um euch meinen Prozess zu zeigen und meine Gedanken mit euch zu teilen. Und ja, das ist halt kein Tutorial. Und das ist das, was in meinem Kopf abgeht. Das zeigt aber auch, dass ihr das selbstverständlich so machen könnt, wie ihr das machen möchtet. Ihr müsst das nicht so machen, wie ich das jetzt hier, also nicht exakt so machen, wie ich das jetzt hier zeige, ja, so. Vielleicht sollte man auch vorher alle Fotos inken. Ich mache das jetzt hier nur so, dass man gerade so diese weiße Schnittkante nicht mehr sieht. Wisst ihr, wenn man die Fotos auseinanderschneidet, dann sieht man ja ein bisschen von der Papierkante. Ich möchte da eigentlich nicht so einen dollen Rahmen drumherum haben, weil ich möchte nicht, dass die Fotos für sich so stehen können. Und was das aber auch so, die Tatsache, dass das hier kein Tutorial ist, ist die eine Sache. Aber das zeigt auch etwas, und zwar, dass so ein Prozess bei jedem anders abläuft. Und ich kriege oft so Kommentare von euch, wo ihr sagt, ja, oh, das schaut jetzt hier so voll profimäßig aus und so weiter. Danke. Aber gleichzeitig gibt es dann auch so Stimmen, die sagen, ich kriege das nicht so hin. Oder mir gelingt das nicht so, wie du das machst. Es könnte vielleicht daran liegen, dass du deinen eigenen Weg erst noch finden musst, wie du sowas dann machst, wenn du etwas gesehen hast. Denn nur weil ich das jetzt hier so mache und weil das für mich hier logisch erscheint, wie ich das tue, heißt das noch lange nicht, dass das für dich auch so sein muss. Ja, so. Das heißt im Klartext auch, wenn du mit einer Idee, die ich dir zeige, die du gerne umsetzen möchtest, nicht zurechtkommst, dann versuch es bitte mal auf eine andere Art und Weise. Und möglicherweise kommst du dann leichter zurecht. Oder auch wenn du verschiedene Materialien nicht hast, ja, oder dann nimmst halt das, was du hast. Oder du sagst vielleicht, ja, das kommt mir total unlogisch vor, was die da macht. Ja, das könnte dann sein, dass das daran liegt, dass ich anders arbeite als du. Und wenn du das schon merkst, dann mach es bitte einfach gleich irgendwie anders. Das wird wahrscheinlich dann erfolgreicher sein, als wenn du versuchst, meinen Prozess zu imitieren, um dann da zu sitzen und dir zu denken, warum geht das hier jetzt nicht, wie ich das will? Oder warum sieht das nicht so aus? Weiß nicht, hoffentlich macht das Sinn. Und wenn irgendwas beim ersten Mal nicht so klappt, wie man das haben möchte, dann bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es irgendwie anders nochmal wieder versuchen. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, ne? Wenn ich euch hier manchmal was zeige, dann steckt da manchmal schon einiges an Vorbereitung auch hinter. Also in diesem Fall jetzt nicht, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Da habe ich mir jetzt nur die Idee rausgesucht und ich habe mir die Materialien natürlich vorbereitet. Ich habe mir überlegt, wie dieses Video ablaufen soll und so weiter. Also so insofern Vorbereitung.
Aber gelegentlich seht ihr auch Sachen von mir, wo ich vorher rumexperimentiert habe, um den besten Weg zu finden, wie irgendetwas funktionieren kann. Und diesen ausgetüftelten besten Weg, den seht ihr dann als zum Beispiel Tutorial oder durchdachtes, von vorne bis hinten strukturiertes Video. Wisst ihr, was ich meine? Ich will mir jetzt hier nicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass meine Videos nicht durchdacht sind, denn das ist nicht so. Ich denke mir ja hier was dabei. Aber das ist eine andere Art von Durchdenken, als wenn ich euch jetzt ein Tutorial gebe. Wisst ihr, was ich meine? Und worauf ich hinaus will, ist, manchmal sieht das so aus, als wenn mir das über Nacht so schwuppsdiwupps in den Schoß gefallen wäre oder ins Hirn gekommen wäre. Das ist mit der einen oder anderen Sache sicherlich so, aber wenn ihr gewisse Sachen seht, dann steckt da auch, also ich will nicht arrogant klingen, ich will euch nur erklären, dass wenn das bei euch nicht von Anfang an gleich so funktioniert und ihr denkt euch, bei Luisa hat das aber gleich funktioniert, dann zieht bitte in Betracht, dass ich unter Umständen schon vorher irgendwelche Sachen getan habe, die ihr nicht gesehen habt. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte euch damit eigentlich nur ein bisschen Mut machen, insbesondere denen, die sagen, oh, ich kriege das irgendwie hier nicht so hin oder das sieht bei mir nicht so aus. Sehr, sehr vieles ist Übung. Und auch dieses, wo ich vorher gesagt habe, oh, das kommt mir zu dick vor oder schon dick genug vor oder so, ja, das ist, irgendwann kriegt man gewisse Sachen so ins Gefühl. Und es gibt natürlich auch, also durch Erfahrung halt, dadurch, dass man viele Sachen schon gemacht hat und manche Sachen auch vielleicht schiefgelaufen sind. Und ich glaube auch, dass ich zu der Art Menschen gehöre, die sowieso ein relativ gutes Einschätzungsgefühl haben, was solche Sachen betrifft, ob irgendwas zu dick sein würde oder, also wisst ihr so. Ich habe früher in meinem Leben sehr viele handwerkliche Sachen auch gemacht, Schrägstrich machen müssen. Auch meine Eltern haben viele Sachen in ihrem Haus zum Beispiel selber renoviert und solche Sachen. Und ich war eigentlich da immer dabei. Und das, Junk Journaling hat jetzt nichts mit Parkett verlegen oder so zu tun, ja, aber das hat schon, finde ich, so auf so eine gewisse Art und Weise einen Zusammenhang. Denn wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, handwerklich angehauchter Mensch ist und vor handwerklichen Sachen nicht zurückschreckt, ich glaube, dann hat man es bei manchen Sachen, was Junk Journaling betrifft, leichter irgendwie. Das heißt nicht, dass man handwerklich begabt sein muss, um einen Junk Journal zu machen. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, ja, aber ich glaube, da hat man schon dann vielleicht ein paar andere Grundvoraussetzungen, die andere Menschen vielleicht einfach nicht haben, weil sie diese Erfahrungen nicht gemacht haben und weil sie noch nie, zum Beispiel, was weiß ich, einen Nagel in die Wand geschlagen haben oder so, weil es immer jemand anders gemacht hat und sie noch nie die Notwendigkeit hatten, das machen zu müssen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber das erklärt vielleicht einiges. Das ist auch sicherlich nur ein Aspekt, aber ja, ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich das hier noch ein bisschen dunkler haben möchte, weil jetzt, wenn ich das jetzt so im Ganzen sehe, glaube ich, möchte das doch ein bisschen stärker umranden. Aber das Gute ist, da das Foto so weit raussteht, kann man ja auch später noch weitere Dinge dieser Art hinzufügen. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal gerade zu meiner Nähmaschine gehen. Jetzt mache ich das so, ich nehme das mit, also die ganzen Teile und jetzt nähe ich hier so noch mal drüber, wahrscheinlich sogar mit Zickzack, dass hier auch noch mal so ein bisschen schwarz kommt. Denn insbesondere bei diesem, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, aber es ist bei den anderen, ja, seht ihr, hier ist das auch so, da wo das jetzt übereinander geht. Man braucht jetzt meiner Meinung nach irgendwas, wo sich der Blick so hin konzentriert, was nicht das Foto ist. Natürlich ist das Foto der Hingucker, klar, dieser Junge, der sollte schon als erstes ins Auge fallen, aber dieses Teil, was jetzt an dem Ding hier dran ist, aber auf dem Foto liegt, ist ja wie so eine Art Dekoration für das Foto auch. Und wenn ich jetzt hier irgendwie sowas hinsetze, hier habe ich die Tackernadeln, seht ihr die? Die sind recht klein, aber ich hoffe, ihr könnt die sehen. Wenn ich jetzt hier was hinsetze, dann ist das wie so eine, ja, wie so eine Dekoration für das Foto und das ist dann das Zentrum dieser Dekoration. Und deswegen will ich da so eine dunkle Naht hin haben. Man könnte sicherlich auch drüber nachdenken, da dann, wenn man das gemacht hat, noch einen Knopf drauf zu kleben. Das wird vermutlich gleich noch passieren. Ich gehe mal gerade und nähe das gerade fest. Passt bitte beim Nähen auf, falls ihr vorher Tackernadeln verwendet habt, dass ihr nicht mit eurer Nähmaschinennadel aus Versehen in die Tackernadeln kommt. Keine Angst, ich hatte jetzt keinen Unfall. Mir geht's gut. Aber ich habe festgestellt, gerade diese kleinen Tackernadeln von dem Tim Holtz Tiny Attacher, die sind so klein, dass man die manchmal gar nicht sieht. Hier sind sie jetzt sehr glänzend, aber an manchen Stellen habe ich mir gedacht, uiuiui. Kann man gar nicht mal so gut sehen. Muss man ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir das jetzt hier so.
Hier ist jetzt auch so ein Beispiel für das, was ich vorher schon versucht habe zu sagen. Hier habe ich das jetzt genau hier hingesetzt, dieses Schwarze. Zum einen, um das wirklich richtig zu befestigen, dass das dann nicht, dass das Foto nicht hochgeht und die Spitze nicht hochgeht. Aber gleichzeitig ist dieses Ding jetzt hier auch so ein Teil, was die Dekoration des Fotos ausmacht. Und was jetzt hier so sitzt, wie so ein kleiner zusätzlicher Tab, der auf das Foto geht. Und dementsprechend, wenn ich jetzt hier einen Knopf hinmachen möchte oder ein anderes kleines Element, würde ich den Knopf hier hinsetzen, auf dieses kleine, das ist ja fast schon wie so ein kleines Cluster oder sowas. So dass der dann da, wenn ich mich entscheiden könnte, sozusagen drauf sitzt als, ja, Abschluss oder wie kann man das sagen? Den könnte man selbstverständlich auch festnähen, aber wer mich kennt, weiß, ich klebe das mit Buchbindeleim. Das hält gut, weil ich hasse Nähen, Knöpfe annähen, finde ich grauenhaft. Und deswegen mache ich das so. Aber ihr könnt das natürlich auch annähen, wenn ihr zum Beispiel einen Stickgarn oder sowas, bisschen vielleicht etwas dickeres nehmt, würde sich das sicherlich auch ganz gut anbieten, dann könnt ihr das runterhängen lassen, bisschen, und da unten an das Ende von dem Faden noch irgendwas dran machen, wie kleine Perlen oder sowas in der Art. Und wenn ihr jetzt merkt, ich will hier noch was drauf haben und ich entscheide mich zum Beispiel für Knöpfe oder andere Kleinteile und ihr denkt euch, das schaut aber immer noch ein bisschen zu langweilig aus, weil vielleicht noch nicht genug Elemente, ihr noch nicht genug Elemente vorher drauf genäht hattet, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, jetzt noch zu kleben und etwas unter den Knopf zum Beispiel noch zu setzen, was das Ganze dann noch ein bisschen interessanter macht. Ich sehe gerade, ich bin so weit weg, ihr könnt fast gar nichts sehen. Entschuldigung. Ich hoffe, so kann man das ein bisschen besser erkennen. Heißt, nur weil man den Schritt mit der Nähmaschine abgeschlossen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man dann jetzt unzufrieden nach Hause gehen muss. Man kann ja immer noch sagen, hier zum Beispiel, da ist jetzt auf dem Foto nichts, weil ich das so entschieden habe, dass das Foto auf der Spitze sitzt, weil hier auch sich das nicht so angeboten hat, irgendwas darüber lappen zu lassen bei diesem Teil. Und wenn ich jetzt sagen würde, mir gefällt der Knopf da so nackt nicht, sondern ich möchte da noch was drunter setzen, ja, dann nimmst du dir jetzt einfach noch ein Stück Spitze und friemelst das noch da drunter und klebst das einfach da fest. Oder du nähst noch mal drüber. Es würde ja mit deiner Nähmaschine, es würde ja auch gehen. Weil nur weil man jetzt einen Schritt abgeschlossen hat, heißt das ja nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist und für immer und alle Ewigkeiten so bleiben muss, wie man das gerade da gemacht hat. Ja, das schaut richtig cool aus. Und das mit dem Stempeln, das ist auch richtig gut rausgekommen. Die Schmetterlinge da vom Anfang, naja, hier auf der Rückseite sieht man schon, dass das ein Schmetterling war. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Kann man ruhig auch solche Elemente verwenden, finde ich. Also gerade wenn man jetzt, vielleicht gehört ihr zu der Fraktion der Stempelbesitzer, die jetzt irgendwelche, sagen wir mal, ganz speziellen nur Tierstempel haben oder keine Ahnung, wisst ihr, kann ja sein. Dann könnte man, warum soll man die nicht nehmen? Weil so wenig, wie man dann später davon sieht, ist das ja sowieso eher so ein abstraktes Element, sage ich jetzt mal, anstatt dass es, das ist ja jetzt nicht das Ziel, dass man konkret einen Schmetterling da erkennen soll. Wisst ihr, wie ich das meine? Und da eignen sich natürlich auch Stempel, die nicht unbedingt dafür gedacht sind, sie dafür zu benutzen. Weil, warum nicht? Wenn das eh nicht vollständig zu sehen ist. Ich bin auch überrascht, wie schnell das geht. Das finde ich eigentlich hier ziemlich cool. Hat man gleich, wie viel haben wir jetzt eigentlich? 2, 4, 6, 8. Sehr geil. Und falls ihr dieses Printable nicht habt, könnt ihr selbstverständlich auch Fotos aus Zeitschriften ausschneiden.
Dieses hier habe ich jetzt ausgedruckt auf 200 Gramm Papier. Das ist also etwas stärkeres Papier, sodass das nicht ganz so flutterig ist. Aber ihr könntet natürlich auch aus alten Büchern irgendwas ausschneiden und das dann auf eine Pappe kleben, sodass es ein bisschen fester wird. Oder ihr könntet auch zum Beispiel die Tim Holz Fotostrips oder die Fotobooth, ne, die heißen bei ihm nicht Fotostrips, wie heißen die denn? Fotobooth oder Photomatic heißen die. Die könntet ihr auch natürlich nehmen, falls ihr die habt. Wo ist denn mein? Ich habe irgendwie meinen Spritzepinsel verlegt. Wo bist du denn hingekommen? Also das ist ja auch schon ein bisschen katastrophal, ne? Wenn ich meinen Spritzepinsel nicht finde, dann werde ich nervös. Was ich sagen will ist, das muss ja nicht so ein digitales Papier sein, was ihr da verwendet. Ihr könnt auch alles mögliche andere nehmen oder aus Postkarten was ausschneiden. Wenn ihr zum Beispiel zu der Fraktion Leuten gehört, die sagen, ich möchte da nicht solche fremden Menschen in meinem Journal haben, gibt es ja auch viele, die sagen, mir kommt das komisch vor, solche Menschen da zu benutzen, dann nehmt bitte irgendwas anderes, was euch gefällt. Ihr könnt ja auch Katzen nehmen oder keine Ahnung. Das kann man ja, diese Idee kann man ja mit allem Möglichen umsetzen. Müssen ja keine Menschen sein. Ich merke gerade, es ist sehr schwer vorzustellen, wie viel Spritzer man machen möchte. Ich mache jetzt erstmal nicht so viele. Ich weiß, für manche ist das schon viel, was ich hier tue. Nein, für mich nicht. So. Weil, kommt ja drauf an, wo das später hinkommt, auf welche Seite des Journals das später kommt oder auf was für eine Seite, sagen wir mal so, vielleicht ist das besseres Deutsch. Und dann ist es vielleicht, also wenn ich jetzt mir das besser vorher überlegt hätte, ne, und eine kleine Sekunde mehr nachgedacht hätte, hätte ich die Spritzer vielleicht sogar komplett weggelassen, weil das war jetzt für mich so, wisst ihr, so wie so ein Finishing Touch, also so das letzte i-Tüpfelchen macht man Spritzer drauf. Fast schon so eine automatische Handlung. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, das ist auf einer Seite, auf der weiße Spritzer nicht so gut passen, dann wäre das ein bisschen blöd, wenn die da drauf wären. Auf der anderen Seite, wenn ich keine Spritzer drauf mache und ich stecke das dann an die Seite dran, das hatte ich euch bei dem anderen Video auch schon mal versucht zu erklären. Wenn ich das jetzt hier habe, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht verschmiert, und stellt euch mal vor, das habe ich jeder voll auf die Brille gespritzt. Naja, stellt euch mal vor, das wäre jetzt an der Seite so dran, ne? Und ihr würdet jetzt auf der Seite was gestaltet haben. Ich halte das bewusst an ein weißes Blatt Papier, damit man sich das besser vorstellen kann. Stellt euch hier auf dem Weißen bitte vor, was ihr gerade wollt, ja? Egal, kaffeegefärbtes Papier, irgendein Designpapier, etwas Geschriebenes, weil ihr in eurem Journal schon was geschrieben habt oder so. Und dann wollt ihr die Oma da dran machen. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, ihr macht den Page Tap dran und spritzt dann drauf, weil da landen ein paar Spritzer auch hier auf dem Hintergrund. Und so verbindet sich das Foto mit dem Hintergrund. In diesem Fall, wenn ich das jetzt dran klebe und ich mache nochmal weiße Spritzer hier drumherum, wird man das immer ein bisschen sehen, dass die Spritzer schon vorher da waren und die anderen man dahin gemacht hat. Ist aber so eine kleine monkische Sache. Versteht ihr? Hat was mit meinem Monk zu tun. Vielleicht sehe auch nur ich das. Das ist durchaus auch möglich. Das habe ich auch schon mal festgestellt. Es gibt Sachen, die nur ich sehe und niemand sonst. Das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein. Was ich auch sehr interessant finden würde, wäre, wenn man so einen Streifen jetzt von diesem Printable nimmt. Stell dir mal vor, ich mache das mal gerade noch ein bisschen wieder weiter weg, dass ihr das im Ganzen auch gut sehen könnt. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt nur den rechten Streifen von dem Printable hier abschneiden. Mache ich mal gerade. Und das als Bellyband verwenden. Hier ist jetzt dieses Mädchen, das ist recht klein. Nehmen wir mal diesen Streifen hier. Da schaut es vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich mache einen Journal und ich möchte noch mehr so Menschen in meinem Journal drin haben. Stellt euch mal vor, ich nehme dieses Ding und mache da vielleicht noch ein kleines Stück Papier hinter, sodass hier so ein kleiner Rand entsteht oder vielleicht klebe ich auch noch ein paar Schnipsel hin und das ist dann mein Bellyband. Man kann es natürlich auch so, wie es ist, benutzen. Man muss es nicht noch verzieren. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet dann das hier als Element da so drüber. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig, weil diese zwei Personen abgedeckt wären. Da würde ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen Papier oder irgendwas hinkleben oder das so machen,
Vielleicht sogar so, dass man nicht ein Gesicht so komplett abdeckt. Also da müsste man vielleicht ein bisschen rumfummeln, aber seht ihr ja, so ist der Mann da drüber noch sichtbar und die zwei da drunter sind irgendwie noch sichtbar. Da müsste man so ein bisschen rumfummeln. Aber was ich damit sagen will, ist, das Element ist das gleiche wie das, also aus dem gleichen Material gemacht. Und ich finde das manchmal sehr beruhigend, wenn man dann sowas da drauf setzt, oder man könnte es ja auch so machen, dann weiß man nicht, dass da drunter was war. Wisst ihr? Aber das Gleiche auf das Gleiche zu setzen mit hier was dran dekoriert und was umgeändert und was dran gemacht und man setzt es dann da drauf. Versteht ihr? Man könnte ja auch hier vielleicht noch, keine Ahnung, auch Spritzer machen oder drüber schablonieren oder man könnte das embossen, sodass das dann mit klarem Embossingpulver, sodass das glänzend ist und das ist matt. Versteht ihr? Aber dann habt ihr die gleichen Elemente verwendet und dadurch wird es total harmonisch und es schaut auch zusammenhängend natürlich, also das ist das Gleiche, ja, farblich harmonisch und zusammenhängend von den Bildern, so meine ich. Ja, also insofern ist es schon ein Unterschied. Und das ist vielleicht was, was man mal ausprobieren kann, wenn man Junk Journaling noch nicht so lange macht, wenn man selber sagt, oh, ich bin hier ein Anfänger. Ihr wisst, ich mag das Wort Anfänger nicht so gerne. Aber das ist vielleicht etwas, was man, ja, als, wenn man sich selbst als Anfänger betitelt, was man ausprobieren könnte, weil das ist leicht. Ja, und da hat man sehr schnell einen Erfolg und das funktioniert immer. So, weil wenn ihr das nehmt und das da drauf macht, es muss zusammenpassen. Egal, was ihr hier dran macht, es muss zusammenpassen. Und manchmal habe ich das Gefühl, beim Junk Journaling geht es darum, dass man, und unter anderem natürlich, ja, aber es geht manchmal darum, dass man schnell einen Erfolg sieht und dass man schnell erkennt, ah, mit wenigen kleinen Dingen habe ich jetzt das und das gemacht und das gefällt mir gut und dadurch kriege ich die Motivation, weiterzumachen. Und das ist sicherlich in vielen anderen Lebenslagen auch so, nicht nur beim Junk Journaling. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen. Ich bin gespannt, ob ich auch von dieser Sache hier noch ein paar Variationen sehe. Vielen Dank an Manuela für diese Inspiration und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüssikowski.